Hallo und einen freundlichen guten Abend hier wieder bei TV Berlin. Bei mir ist heute eine ganz liebe Sängerin, eine vor allem ganz tolle Sängerin. Einige deutsche Rockmusiker sagten mal, sie wäre eine der besten deutschen Rocksängerinnen. Julia Neigel ist hier. Hallo, ich freue mich sehr. Hallo, mein Lieber. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du extra gekommen bist, weil du bist ja nicht aus Berlin, aber relativ viel in Berlin gewesen jetzt, weil seit ungefähr 2 Jahren, ist schon so lange? Schon 4. Schon 4 jetzt wieder? 2018. 2018, mein Gott, wie die Zeit vergeht. Genau. Bist du bei Silly zusammen mit Anna R.? Wie ist es jetzt, die 4 Jahre? Bei mir waren es noch 2 Jahre. Das geht so schnell, ja. Ne? Weil wir haben ja praktisch 1,5 Jahre nicht arbeiten dürfen. Ja, eben, das war's. Das vergisst man dann so das ein bisschen. Das war's, genau, diese, die 2 Jahre, die fehlen. 2 Jahre Lockdown. Das ist toll. Das ist toll. Also ich habe das ja von Anfang an gesagt. Erstens mal ist Silly eine der geilsten Bands, die ich je gehört habe. Handwerklich top, also wirklich Weltklasse. Und tolle Leute, also Uwe und Richie und Jackie so wunderbare Menschen. Und die anderen, die noch dabei sind. Und, die anderen natürlich. Aber es ist einfach, es macht so Spaß. Und das Material, das sie mitgebracht haben, also die Songs, die sie im Laufe ihres Lebenswerks erschaffen haben, sind großartig. Wie war es vom Gefühl für dich? Das Publikum erwartet ja bei Konzerten, ihr seid ja viel auch im Osten des Landes unterwegs gewesen, jetzt bei Tourneen. Und da sind viele, die Tamara noch kennen, noch gehört haben. Zu Recht. Wie ist es als Gefühl für dich, also das sozusagen dann dem gerecht zu werden? Also dieses Gefühl hatte ich nie. Ich hatte nicht den Gedanken, ich muss jetzt Tamara gerecht werden oder den Fans, die an Tamara denken. Ich habe große Hochachtung vor ihrem Lebenswerk, vor Tamaras Leistung. Viel zu früh verstorben und fand die großartig. Gerade weil ich dann natürlich alle 10 Alben durchgehört habe und dann mal so richtig eingetaucht bin in die Arbeit von denen. Und kann das völlig verstehen, dass man sie so sehr verehrt, weil sie wirklich großartig war. Und weil sie ein Unikum war, ein Original und einfach auch ein Idol. Und auch ihre geistige Einstellung, also auch in Interviews, die war so tough und so klar und so klug. Aber meine Einstellung dazu war, ich bin ganz spielerisch an das Material gegangen und habe gedacht, sie war ein Original, das kann ich so und so nicht vergleichen. Und ich würde es auch nicht tun. Du bist ein Original. Ich bin selber ein Original. Seit 40 Jahren dabei. Man weiß doch, dass ich das so und so nie so machen werde wie sie. Und ich glaube, wenn sie jetzt noch am Leben wäre und ich wäre nicht mehr da gewesen, würde es ja genauso laufen. Ja. Man kann jemand, der so individuell und so originell ist, wie sie es war und so großartig, da überhaupt Vergleiche zu ziehen oder sich überhaupt in den Wettbewerb zu setzen, ist komplett. Ja, also viele bei den Konzerten, die hatten noch Tamara vielleicht im Ohr oder Anna Loos im Ohr oder so. Wie waren die Reaktionen dann auf dich oder wie sind die Reaktionen? Ich habe die Gnade, dass das Publikum von Silly wirklich freundlich ist und also wohlgesonnen und auch einem zugewandt. Und ich persönlich habe natürlich auch noch den Vorteil, dass ich ja nicht in der DDR aufgewachsen bin. Das heißt, ich bin nicht mit Silly aufgewachsen. Mhm. Ich habe die praktisch erst danach wirklich erarbeitet und habe mir das ganze Material durchgearbeitet und habe größte Hochachtung vor Tamara, gerade was sie da geleistet hat, als Künstlerin, als Sängerin. Als Texterin war die auch ganz grandios und natürlich auch als Persönlichkeit. Die hat also in Interviews mal richtig Tacheles geredet. Das hat mir alles total imponiert und ich habe sie so wie so eine tolle Kollegin, ne, leider keine Freundin, wir kannten uns nicht, aber tolle Kollegin erlebt. Und würde mal nicht im Traum mir vorstellen, dass ich da jetzt in den Wettbewerb gehen oder in Konkurrenz gehen könnte, weil das ist Quatsch. Sie ist ein Original, sie ist einzigartig, so wie sie war. Und ich verstehe auch die Verehrung von ihr. Aber ich bin auch ein Original, ich lebe halt noch. Ja. Gott sei Dank, ich bin darüber froh und mache das seit 40 Jahren selbst. Und die Leute wissen das. Also du hast im Kindergarten angefangen. Sozusagen. Und ich erlebe wirklich seitens der Fans von Silly wirklich offene Arme. Ne? Und neues Album habt ihr ja auch vor einiger Zeit gemacht. Aber du warst auch wieder als Julia Neigel unterwegs. Ja. Ich habe jetzt 2 Standbeine. Also ja. Ich habe 2 Projekte. Das ist natürlich meine Solokarriere, die ich schon immer habe. Und jetzt darf ich bei Silly als Gastsängerin dabei sein seit 4 Jahren. Und das funktioniert tadellos. Das läuft so parallel. Beides ist mir gleich wichtig. Ich wollte gerade sagen, ist das sozusagen von der Wertigkeit für dich was anderes? Also bist du lieber als Julia Neigel unterwegs oder lieber als Silly? Weil da ist es natürlich deine Show, ne? Also ja, nur deine Show. Das ist eine ganz andere Welt, weißt du? Weil das eine ist, ich bin Teil einer Band. Ja. Da sind die 3, Jackie, Uwe und Richie. Und Anna R. Aber die drei sind Silly. Ja. Und Anna R. und ich, wir sind Gäste. Ja. Wir sind diejenigen, die sozusagen
gesanglich umsetzen, was die uns geben. Und ich weiß, wie es ist, wenn man eigene Songs schreibt, weil ich es ja selber immer mache. Und lass denen einfach die Position, die sie sind. Sie sind diejenigen, die die Band darstellen. Und wir gehören dazu. Das genieße ich sehr, weil ich habe diese Verantwortung nicht, die ich bei meinem eigenen Projekt habe. Andererseits ist es natürlich so, dass ich meine ganze eigene Show und meine eigenen Songs so mache, wie ich es möchte. Ja. Find aber, es ist ganz easy, das Material von Silly zu singen, weil es mir sehr liegt. Hast du da das gleiche Publikum oder ist das anders? Ich glaube, es gibt eine Schnittmenge, die ist recht groß. Schon zum einen, weil Frauenstimme ja. Und zugleich halt auch eben deutschsprachig. Und meine Texte sind jetzt auch nicht gerade unkritisch. Aber es sind trotzdem unterschiedliche Fans. Ich komme so aus dem Soul-Bereich. Das weiß man ja, das sind meine Anfänge. Und bei Silly läuft es eher so über den Pop-Rock-Bereich und auch Neue Deutsche Welle. Die haben ein bisschen andere Genres bedient, aber ich glaube, wir haben eine große Schnittmenge. Du hast gerade angesprochen, du schreibst selbst, du bist auch sehr aktiv, habe ich gesehen, bei Facebook zum Thema Urheberrecht. Was ist da sozusagen dein Target? Ja, also es ist so, dass ich also bemängle, dass in der deutschen Politik gerade die Künstler seit letzten 20 Jahren immer schlechter gestellt werden. Es gibt den Sozialpakt 1, das ist Artikel 15, ICSCR heißt das, zwingendes Völkerrecht. Und da heißt es, die deutsche Regierung oder alle Regierungen in Europa sind verpflichtet, die materiellen und immateriellen Interessen der Künstler, der Kultur, der Schauspieler und der Autoren und Journalisten zu verbessern und zu wahren. Und genau das Gegenteil ist geschehen in den letzten 20 Jahren. Inwiefern sicher geschehen? Also was ist geschehen? Die Digitalisierung, also das digitale Geschäft wurde in einer Form durchgeführt, in der die deutsche Regierung eigentlich hätte sozusagen Schranken einbauen müssen. Das ist das Telemediengesetz. Und sie hätten Schranken einbauen müssen, wie zum Beispiel Urheberrechtsschutz. Es darf nicht geklaut werden, darf kein Betrug durchgeführt werden. Und all diese Schranken sind nie passiert. Also sie haben ein Telemediengesetz erschaffen, seit 98 läuft das. Und in dem waren die ganzen digitalen Konzerne komplett haftungsfrei gestellt, wenn es um Urheberrechtsverletzungen geht. Das hat den Musikmarkt massiv geschadet. Der ist massiv zusammengebrochen, weil eben praktisch jeder machen konnte, was er wollte mit Musikmaterial, ohne uns zu fragen und ohne es zu bezahlen. Das ist eine Form der Plünderung. Und dann jetzt und das kritisiere ich. Die Streaming-Dienste, die sehr, sehr schlecht bezahlen. Also das kann man Sklaventum nennen. Ja. Jetzt, viele Menschen wissen das logischerweise nicht, weil sie nicht auf der Berufsseite sind. Die konsumieren einfach nur. Sie konsumieren es, finden es irgendwie ganz cool. Aber das Urheberrecht oder das Urhebergesetz ist eigentlich unser Zentrum für die soziale Marktwirtschaft. Der ganze Mittelstand lebt davon. Die Innovation, die Patente, alle Ideen, die werden wirtschaftlich garantiert durchs deutsche Urhebergesetz. Und da bemängel ich und kritisiere ich und erwarte ich auch von der Regierung, dass sie das auch wieder wahren und auch den Völkerpakt, also den Sozialpakt 1, das Völkerrecht auch wahren, weil sie sich viel zu sehr nach dem amerikanischen Copyright gerichtet haben. Und das amerikanische Copyright, das eben über die Digitalisierung sozusagen hier ein bisschen unseren Markt überfallen hat, besagt was ganz anderes. Das Copyright ist kein Schutzgesetz, sondern da kannst du geistiges Eigentum kaufen. Wenn du also viel Geld hast, kannst du einem Komponisten oder einem Erfinder einfach die Idee wegkaufen. Ja. Und hier kannst du das nicht. Hier ist das Urheberrecht, das geistige Eigentum nicht auf Dritte übertragbar, weil es wäre Betrug. So wie man mitunter, wie eben Michael Jackson irgendwann mal die Rechte der Beatles gekauft hat. Wobei die Verlagsrechte. Dann wurden sie wieder verkauft. Oder Springsteen hat gerade seine sämtlichen Rechte verkauft. Genau. Viel Geld. Ja, aber ich glaube, es sind immer Verlagsrechte. Also Springsteen gehört schon zu denen, der seine Urheberrechte dann auch gewahrt hat. Es geht eher darum, dass sich tatsächlich irgendjemand Dritter als der Urheber eines Werkes ausgeben kann. So. Und der kauft das bei irgendeinem kleinen armen Komponisten in irgendeinem Hinterzimmer, gibt dem einen Scheck und geht raus und sagt, ich bin der Komponist. Das ist eigentlich Betrug, das ist Hochstapelei. Ja. Und in der USA ist das durchs Copyright erlaubt. Es gibt dort kein Urheberrecht, aber wir haben hier in ganz Europa dieses Urheberrecht und schützen das und das ist auch wichtig. Nun gibt es ja bei uns auch immer mal Menschen, die sagen, Internet, also alles, was da angeboten wird, inklusive irgendwelcher Texte, also Zeitungen oder sonst dergleichen, sollte überhaupt umsonst sein. Ne? Ja, und wer soll davon leben? Ja. Also das ist ja natürlich nachvollziehbar aus der Position dessen, die das konsumieren wollen, aber wie sollen die Branchen davon leben? Also die müssen ja irgendwie Geld verdienen, damit sie auch gute Arbeit leisten können. Wenn du ein gutes Interview haben willst oder einen guten Zeitungsbericht, der gut recherchiert das, ist, das kostet ja das Geld. Erledigt das nicht die GEMA? Nein, nein. Also die GEMA ist ja nur für Komponisten und Textdichter da. Sie ist zum Beispiel nicht für die Sänger oder Gitarristen oder Schlagzeuger da. Ja, die kriegen nichts. Ja. Die kriegen dann auch nichts. Und die GEMA hat selber ganz große Probleme, das fing schon bei YouTube an, überhaupt irgendetwas durchzusetzen, dass da bezahlt wird. Gutes Beispiel, Streamingdienst.
Pharrell Williams mit dem riesen Welthit Happy. Du erinnerst dich sicher. Ich glaube, 200 Millionen Klicks, $2,000. Also da kannst du nicht mal einen Monat in den USA überleben. Ganz schlechtes Geschäft. Ganz schlechtes Geschäft. Das heißt, hier geht es um Kulturplünderung und die darf nicht sein. Die muss hier einfach beendet werden und die deutsche Regierung ist dafür verantwortlich. Und ich beziehe mich da immer wieder aufs Völkerrecht. Wie gesagt, den Sozialpakt 1, Artikel 15. Wir haben jetzt eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Ich wollte gerade sagen, ich meine, jetzt drüber zu reden ist ja das eine, aber ja. Was macht ihr dann praktisch? Naja, praktisch im Hintergrund mache ich seit 20 Jahren sozusagen Lobbyarbeit für die Künstler, sei es beim EU-Parlament oder in irgendwelchen Ministerien hier vor Ort. Aber jetzt gab es letztes Jahr eben noch einmal die eigentlich verpflichtende EU-Urheberrechtsschutzlinie des EU-Parlaments. Die haben es nämlich dann irgendwann den Deutschen gesagt. Jetzt müsst ihr euch aber wirklich mal um die Kultur kümmern, sonst ist die weg und kaputt und gibt's nicht mehr. Und da hat sich die deutsche Bundesregierung wieder mal den total geilen Einfall einfallen lassen, ein Bagatellrecht für Diebstahl einzubauen. Also 15 Sekunden dürfte sozusagen jeder 15 Sekunden Tonaufnahme verwenden, wie er mag, kann mit einer, keine Ahnung, nackt durchs Bild laufen, ob man das als Künstler will oder nicht. Und im Hintergrund läuft ein Refrain. Und natürlich kostet so eine Tonaufnahme auch einen Haufen Geld. Mhm. Und das Urheberrecht verbietet genau solche Methoden. Aber die deutsche Bundesregierung war der Auffassung, im Gegensatz zu allen anderen europäischen Staaten, dass man sozusagen eine Bagatellrecht einbauen darf und die, also die, das Beispiel, Publikum wieder das Kulturgut plündern zum darf. Zum Beispiel ohne, auch für Werbung oder so zum kann man 15 also, Sekunden benutzen, genau, ohne kann dafür sich einer hinstellen, kann ohne irgendwie dafür Eis schlecken und dann noch irgendwie die Firmen, den Firmennamen. So, und das ist natürlich ein Unding. Das ist also praktisch die Eskalationsstufe der Kulturplünderung seit 20 Jahren. Und dann saßen wir letztes Jahr, da war Peter Maffay dabei und zwei Anwälte, saßen wir zusammen bei der Ministerin. Damals war das die Frau Lambrecht, Justizministerin, haben gesagt, wenn ihr das zulasst, dann gehen wir vor Gericht, dann verklagen wir die Bundesrepublik Deutschland. Das haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben jetzt eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, die haben wir gemeinsam organisiert mit der Good Governance Gewerkschaft, übrigens eine tolle Gewerkschaft. Und 40 Kollegen sofort an den Start gekriegt. Innerhalb von einer Woche waren die da. Von Silly, die auch unterschrieben haben. Ja. Matthias Reim, Lisa Fitz, Uwe Steimle und noch viele, viele andere Kollegen. René Kolle zum Beispiel auch. Also wirklich toll. Und die haben wir eingereicht am 1. August. Weil wir gesagt haben, das dulden wir nicht. Also das geht so nicht. Das ist jetzt die juristische Frage. Wäre es da vielleicht wirklich mal sinnvoll? Es gibt ja in Deutschland. Wir haben zwar eine Kulturstaatsministerin, aber wir haben eben keinen Kulturminister. Richtig. Und wir hätten eigentlich einen haben sollen müssen. Ja. Den bräuchten wir, denn ich persönlich bin tatsächlich überhaupt nicht zufrieden mit der Kulturstaatsministerin, weil man spürt einfach das Unbewusstsein, also auch zum Teil die Kulturfeindlichkeit gegenüber unserer eigenen Kultur hier im Land, die nie wie so ernst genommen wird wie die Kultur von anderen Ländern. Das geht mir wirklich richtig auf den Keks. Also wenn du in Frankreich bist, hast du eine Kulturministerin. Ja. Und da gibt es zum Beispiel eine Quote, da müssen Rundfunksender und Fernsehsender französische Musik spielen. In jedem europäischen in Land. In jedem europäischen also in Land. Also in Italien, Frankreich, du fährst mit dem Auto da rum, du hörst in der Regel Musik in der Sprache. Genau, und das und ist bei sogar uns Pflicht. Heißt es dann immer wieder, das ist so irgendwie, das ist so, ja, ist so ein bisschen deutsche Sprache, genau. Ist so ein bisschen DDR, ne, 40, 60 oder naja, so. Ja, oder was weiß ich, oder, ist sogar mit Nazis verknüpft ja, oder irgendein Schrott, weißt du, und das aber ist Quatsch. Dabei ist es ja eine Förderung der eigenen Kultur und der eigenen Sprache. Richtig. Und die Deutschen müssen einfach lernen, ihre eigene Kultur auch mal zu lieben und zu schätzen und zu achten und sie nicht immer mit dem Nationalsozialismus in Verbindung zu bringen. Ja, oder mit der DDR. Oder mit der DDR. Also jedenfalls, die eigene Kultur ist was ganz Wichtiges und Wertvolles. Sie beschreibt das eigene Selbstverständnis des eigenen Volkes, der Gesellschaft. Sie hat Tradition und sie ist wichtig für den Zusammenhalt, für den gesellschaftlichen. Und ich glaube, da hat die deutsche Bundesregierung noch viel nachzuholen. Das ist dann aber auch schwierig, gerade wenn wir haben eine grüne Kulturstaatsministerin und die Grünen haben ja mehrfach in irgendwelchen Interviews gesagt, sie können mit Deutschland, mit Nationalität nicht so viel anfangen. So, ja. Also das ist genau, dann auch so eher das. Kontraproduktiv wahrscheinlich, oder? Ist es ja. Also ich habe mich auch schon an die Frau Roth gewandt und habe sie auf den Völkerpakt hingewiesen, also auf Sozialpakt 1, Artikel 15 und darauf hingewiesen, dass zum Beispiel die Kultur-Lockdowns eindeutig gegen Völkerrecht verstoßen, weil jeder Mensch, jeder Bürger in diesem Land hat ein Recht, ein Menschenrecht auf kulturelle Teilhabe. Und tatsächlich kam dann auch eine Antwort, und nee, das wäre doch gar kein Völkerrecht und der wäre nicht zwingend, doch ist er, nach Artikel 25 Grundgesetz. Und jetzt hat sich zum Beispiel in Österreich das Verfassungsgericht dazu geäußert und hat gesagt, der Kulturlockdown in Österreich war verfassungswidrig, weil es ja so ist. Ja. Darüber reden wir gleich weiter und machen eine kurze Pause.
Ja, wir sind immer noch hier. Julia Neigel ist auch noch hier. Und wir waren gerade beim Thema Kultur, Lockdown. Ja. Also wir hatten ja jetzt diese 2 Jahre. Jetzt zum Glück konntest du wieder endlich auf die Bühne. Wie sehr hat die Bühne gefehlt? Unendlich. Also das ist wie wenn du kein Wasser mehr kriegst oder kein Sonnenlicht. Mein erstes Konzert nach diesen Lockdowns, wir waren ja wirklich, wirklich geplagt. Wir durften ja gar nichts mehr. Ich stand auf der Bühne, habe die ersten 2 Lieder gesungen, es liefen mir nur die Tränen. Ich konnte gar nicht aufhören zu heulen vor lauter Glück. Und im Publikum saß da schon überall die glasigen Augen, weil das war für mich wie ich kann dir das gar nicht beschreiben. Es ist wie wenn du aus dem Keller rausgelassen bist oder aus der Dunkelheit. Für mich war das Folter. Ich glaube, für viele Kollegen auch. Ja. Naja, es ist halt die Arbeit und die konnte man nicht machen. Und es war auch nicht weiter schlimm, dass du sie nicht machen konntest, weil die Regierung hat ja gesagt, du bist nicht wichtig. Du bist nicht systemrelevant. Wir alle werden nicht systemrelevant. Wie fühlt man sich da? Na du, das ist wirklich toll. Du. Wenn man so eine Scheiße hört, du bist eigentlich nicht wichtig. Also wenn man sowas hört, dass man nicht systemrelevant ist und Kultur ist ja nur Freizeit und es gilt ja eigentlich nur für die Seite derer, die sie genießen dürfen. Und dass es sowas mit Arbeit zu tun hat und mit Geld verdienen und dass die Menschen natürlich auch ein Recht darauf haben, beachtet und ihr Arbeitsrecht gewahrt zu bekommen. Das ist schon sehr unschön, wenn man sowas hört. Spahn hat damit mal angefangen. Der hat es am 11. März 2020 gesagt. Also das war wirklich bezeichnend. Der stand vor der Kamera, hat eine Presseerklärung abgegeben, als der erste Lockdown kam und sagte, was ist euch lieber, der Weg zur Arbeit und zu eurer Liebsten oder der Weg zur Kulturveranstaltung und zum Sport? Tja. Da wusstest du schon, wie das Mobbing abläuft, weil die Kulturveranstaltung ist ja unsere Arbeit und es ist unser Weg zur Liebsten durchaus oder zu den Liebsten, weil wir ja auch da arbeiten und weil wir genauso das Recht haben wie jeder andere Arbeiter oder jemand, der arbeitet und wir waren praktisch gar nicht existent. Mhm. Und es sind ja nicht nur die Menschen, die auf der Bühne stehen. Alle sind hinten dran, das ist eine riesen Branche. Etliche, ne? Die Lichtleute, die die Bühnen bauen, was ist alles? Es gibt der Busfahrer, alle, also auch die Grafikdesigner, die Plakate machen. Es ist ein Riesenpool von Leuten, über 2 Millionen Leute. Und die Veranstaltungsbranche ist die zweitgrößte Branche Deutschlands, nur so nebenbei. Und die Konsequenzen folgten auf dem Fuße. Also ich weiß allein von 12 Selbstmorden, die tatsächlich durch diese Arbeitsverbote entstanden sind, die ja gleichzeitig damit einhergingen, dass die Versprechen der Kulturförderung, also der Förderprogramme, tatsächlich für die meisten Gewerbetätigen galten, aber eben nicht für die Freiberufler. Und die standen dann mit dem Rücken an der Wand. Ein bisschen Förderung, also in Berlin zum Beispiel, da haben die Künstler ganz gut Geld gekriegt. Berlin war das Vorzeigebundesland. Aber geh mal nach Rheinland-Pfalz, also es waren 12 Bundesländer von 16, die praktisch erstmal überhaupt nichts bezahlt haben. In Rheinland-Pfalz gab es bis zum November 2020, ab März war Lockdown, kein Geld für die Künstler. Es gab nichts. Denen wurde empfohlen, du kannst Hartz IV beantragen, verkauf mal deine Instrumente, du hast ein zu teures Auto, das darfst du alles gar nicht haben. Was, du hast auch noch eine Eigentumswohnung? Ja, da bist du gar nicht beförderungsfähig. Ja, da musst du dich von deiner Frau bezahlen lassen. Wozu braucht der Gitarrist eine Gitarre? Also ich meine, solche Brutalität, das ist ja ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so mit Menschen umzugehen, die Arbeitsaufträge haben, aber nicht arbeiten dürfen. Ganz anderes Thema noch. Wir haben jetzt schon sehr politisch geredet und man sieht, du bist ein politischer Mensch. Gesellschaftspolitisch. Oder ein gesellschaftspolitischer Mensch. Ansonsten bist du eine Rockerin. Ja. Du bist als Kind aus Sibirien gekommen. Aus der UdSSR. Fünf Jahre alt warst du. Hast du mir irgendwann mal einmal erzählt, die Deutsche. Und dann bist du hierher gekommen und warst die Russin. Genau. Und jetzt, wenn ich es so richtig verfolgt habe, bist du für viele wieder die Russin, weil es ist natürlich das Thema Ukraine-Krieg oder so. Wie sehr belastet dich das? Überhaupt nicht. Ist mir völlig egal. Weißt du, als ich nach Deutschland kam, ich bin Russlanddeutsch, das ist eine deutsche Bevölkerungsgruppe. Ich weiß. Und das wissen ja viele. Viele können das ja gar nicht unterscheiden, was sind Russlanddeutsche. Die denken, es wären Russen, sind sie aber nicht. Das ist wie Peter Maffay, der Rumänen-Siebenbürger. Genau. Und als ich nach Deutschland kam und 5 Jahre alt war, oder besser gesagt 6, wurde ich eingeschult und wurde dauernd vermöbelt. Also blau geschlagen. Die böse Russin damals war James Bond und der böse Russe und der Kalte Krieg. Und ich habe es abgekriegt und habe überhaupt nicht kapiert, was hier eigentlich los war. Warum eigentlich, ja? Genau, und warum? Ich habe ja niemand was getan. Und das heißt, ich kann mit Mobbing gut umgehen. Ich kann mich auch sehr gut zur Wehr setzen, weil nach 3 Schuljahren habe ich dann den Anführer der Mopper
verprügelt und danach war Ruhe im Karton. Und für mich ist es jetzt im Moment aktuell so, erstens mal kann ich darauf hinweisen, ja, Helene Fischer kommt ja auch aus Sibirien, also was wollt ihr von mir? Ich habe überhaupt nichts mit der ganzen Angelegenheit zu tun. Ich habe mich auch geäußert, ich finde es zum Beispiel ganz schlimm, dass man Künstler, russische Künstler auf einmal weg, ja. Also denen hat man Arbeitsverbot hier gegeben. Das finde ich Diskriminierung, das geht so nicht. Also Ananya Trepko zum Beispiel. Das geht einfach, Entschuldigung, das geht nicht. Und dann kam mir sofort, ah, die ist ja aus Russland und das ist eine Russin und das ist eine Putin-Versteherin. Das hat überhaupt nichts mit solchen Dingen zu tun. Das ist einfach ungerecht. Und Diskriminierung ist Diskriminierung und Rassismus ist Rassismus. Und da kann man nicht bei den Russen, bei den russischen Künstlern sagen, ja, die dürfen ja diskriminiert werden. Naja, so geht das die nicht. Die Diskussion, wie man jetzt wieder hört, sozusagen, Russen sollen nicht keine Visum mehr bekommen für die EU, als Trump irgendwann vor Jahren gefordert hat, keine Visa mehr zu erteilen für Lateinamerikaner. Hat die ganze Welt aufgeregt. Da haben sich alle aufgeregt und ihn als Rassisten beschimpft. Zu Recht. Zu Recht oder so. Und jetzt tun wir es plötzlich selbst. Oder zumindest Teile der Regierung tun sich selbst oder so. Die Menschen können nichts dafür, dass politische Dinge passieren. Und da kann ein Volk nichts dafür. Was kann denn der einzelne Russe oder die Künstlerin dafür, dass geschieht, was geschieht? Da muss man doch einfach fair sein und die Menschen aufhören zu diskriminieren. Hast du da vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass es heutzutage sozusagen nicht mehr wirklich eine vernünftige Diskussionskultur gibt? Also dass es entweder du bist dafür oder du bist dagegen, entweder du bist mein Freund oder du bist mein Feind. Aber man diskutiert eigentlich nicht mehr miteinander. Also es wurde halt durch diese Corona-Politik massiv geschürt. Es waren politische Narrative, dieses Entweder-Oder. Wenn du jetzt zum Beispiel gegen massive Einschränkungen in der Corona-Politik bist, dann bist du ein Mörder. Ja, oder Corona-Leugner. Also oder Müll, sonst was weißt du, also die normale Kritik, ja, die wir so kennen, wenn es um gesellschaftliche Fragen geht, die haben wir ja unser Leben lang durchgeführt. Also ich war immer jemand, der gesagt hat, unfair, darüber müssen wir reden. Und reden gehört nun mal zu einer zivilisierten Gesellschaft, zu diskutieren und miteinander sich auszutauschen. Der normale demokratische Diskurs, der war da wirklich weggebrochen. Ich finde schon, dass das die Politik verursacht hat, diese Spaltung, böse und gut. Die einen sind böse, die anderen sind gut, die anderen sind folgsam, die anderen sind Rebellen. Was sich ja schon wieder gerade so andeutet, indem man sagt, wir erwarten im Herbst Volksaufstände oder so. Es sind möglicherweise normale Demonstrationen. Das ist das völlig Normalste der Welt. Und es wird von vornherein als Volksaufstand diffamiert. Ja, und das sind halt Rhetoriken von Autokraten, finde ich. Also die benehmen sich wie Agitationspolitiker, die sagen, und du musst dich jetzt so und so verhalten. Kleiner Junge, setz dich mal hin, du hast jetzt nur noch das zu tun und das und das und das. Und jemand, der sein Demonstrationsrecht wahrnimmt, steht im Grundgesetz, Artikel 8 Grundgesetz, darf jeder, ja, gleich welches Thema es ist, man darf demonstrieren, das ist das gute Recht eines jeden Zivilisten. Das wird dann gleich stigmatisiert und politisiert und ich glaube schon, dass es völlig normal ist, dass man bei steigenden Energiepreisen, die dazu führen, dass Menschen ihre Betriebe schließen müssen, die pleite gehen, wegen einer Politik, die völlig ja auch unachtsam ist gegenüber der eigenen Bevölkerung, die der eigenen Bevölkerung schadet. Oder wenn eine alte Rentnerin meinetwegen im Eiskalten sitzt, ja, die wird krank. Ich meine, vorher hieß es immer, wir müssen die Alten schützen, die vulnerablen Gruppen. Jetzt sterben die an riesigen Erkältungen und Lungenentzündungen. Geht's noch? Natürlich müssen die demonstrieren dürfen. Und da ist es eben schwierig, also natürlich darf man immer noch alles sagen, ne? Aber sagen darfst du, natürlich darfst du es sagen, aber die Konsequenzen sind dann, also zum Beispiel, du bist aus Ludwigshafen, nicht so weit weg ist Mannheim. Nun kann man mögen, was Xavier Naidoo gesagt hat oder nicht, kann man eine Meinung zu haben oder nicht, aber er ist sozusagen abgesägt worden dann, ne? Also ich bin ein Freigeist, ich bin jemand, der einfach für Liberalität steht. Mir ist das erstmal egal, diese Links-Rechts-Nummer, die verschiebt sich ja auch immer. Früher war links und rechts was völlig anderes als das, was man jetzt definiert. Mhm. Mir ist es egal. Ich sage mir für mich persönlich, Demokratie bedeutet alle verschiedenen Meinungsdiskurse sind wichtig, um einen demokratischen und auch einen Minderheitenschutz zu schaffen. Wenn Xavier Naidoo sagt, was er sagt, dann soll er das tun. Und ich würde mich dazu gar nicht äußern, weil das ist seine Sache, was er sagt. Naja, aber man kann der Meinung sagen oder im Gespräch sagen, genau, okay, das finde ich jetzt gut oder nicht. Ist ein bisschen durchgedreht oder ich weiß nicht was. Oder kann so, ja, ne? Sein, wie er will. Ja, aber er kann es erstmal sagen und ich kann ihn deswegen nicht irgendwie abstrafen. Oder aber so. Man kann ihn nicht verbieten, aufzutreten. Also, außer es ist irgendwas Kriminelles, was er sagt. Das oder ist so. Ja was anderes. Also, wir reden nie von einer strafrechtlichen Komponente, aber wenn jemand eben meinetwegen auch abstruse Ideen hat oder eine Meinung, mit der ich überhaupt nicht einverstanden bin, würde ich nie auf die Idee kommen, totalitär
dem Berufsverbot zu erteilen. Ja. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Und es muss aufhören, weil es den Meinungskorridor so schmälert und auch den demokratischen Diskurs, dass viele Menschen auch eingeschüchtert werden und die Meinungsfreiheit bricht weg. Das geht so nicht. Meinst du, das führt dann auch dazu, dass man sozusagen sich selber Schranken auferlegt? Ja, oder der eine oder andere sich selber, dass man eben zwar Dinge sagen könnte, aber es nicht mehr tut. Ja. Das darf nicht sein. Es gab ja diese Meinungsumfrage letztes Jahr, dass ungefähr, ich weiß gar nicht, wie viel mehr als die Hälfte gesagt hat, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr in dem Land. Natürlich kann man es sagen, aber danach ist man sozusagen persönlich ruiniert. Die Angst steckt ja in den Köpfen. Und in der DDR war das ja so. Also sobald du irgendwie eine andere Meinung hattest, warst du weg. Oder man traf sich an geheimen Orten und hat sich unter vorgehaltener Hand ausgetauscht. Ja, ich meine, die Zustände will doch kein Mensch. Sowas darf man nicht tun und das darf die Politik auch nicht tun. Und ich finde es auch richtig, wenn man die Politik da auch in ihre Schranken weist, so wie das Gustav Heinemann gesagt hat. Wenn die Politik Dinge tut, die nicht in Ordnung sind, hat die Bevölkerung das Recht, sie in die Schranken zu weisen. Bei all dem Ärger gerade, machst du trotzdem gerade neue Musik? Ja. Ja, mehr oder weniger, ja. Also neu. Also auch mal wieder als, neue Julia, Songs, als ja. Julia Neigel? Ja, das so und so. Ich habe ja Konzerte und das nächste, das ich jetzt mache, ist am 2. Oktober in Bad Elster. Da bin ich im Theater, im König Albert Theater, ein wunderschöner Saal. Das ist mein letztes Konzert in diesem Jahr. Oh. Ja, also Silly hat ja die Saison jetzt in diesem Jahr auch schon beendet und jetzt kommt mein letztes Konzert mit meiner Unplugged Band. Und dann werde ich mich tatsächlich hinsetzen und schreiben für ein neues Album. Und das kommt dann wann? Das kann ich dir nicht sagen, sobald ich der Meinung bin, ich habe genug Material und kann es aufnehmen und es passt. Also ich werde mich auf jeden Fall ans Kreative stecken und setzen. Und das war 2 Jahre lang, war ich da nicht inspiriert. Da waren wir viele. Viele wollten irgendwie gar nicht schreiben. Weil hat man nicht, aber da war doch gerade viel Zeit. Da war doch, Ja, aber wir waren natürlich alle auch perspektivlos. Wir wussten ja gar nicht, was machen wir denn jetzt, was geschieht mit uns. Und es fühlte sich so unfair und so ungerecht an, was mit den Künstlern auch passiert ist. Deswegen gab es ganz viele, die hatten einfach keine Muße zu schreiben. Und das geht jetzt aber jetzt zum, also bei mir ist es so, jetzt kommt ihr gerade wieder. Ist hier, nochmal zurückzukommen, um die Diskussionen sozusagen über meinetwegen Corona oder eben jetzt die Ukraine oder so. Man redet ja auch mit Kollegen drüber und ist da anderer Meinung. Also ist ja auch passiert, dass Freundschaften oder dass man einfach überrascht war, dass vielleicht Freundschaften auch zu Bruch gegangen sind? Nein, also, nee? Keine einzige. Also ich habe das Glück, dass wir respektieren uns alle unter Kollegen und ich glaube, ich kenne fast nur Kollegen, die auch Freigeister sind, die das auch wirklich wichtig finden, dass man darf unterschiedlicher Meinung sein. Wenn man jetzt nicht völlig durchgeknallt ist, dann ist das völlig in Ordnung. Der eine mag rot, der andere mag blau, der andere mag grün. Der eine mag irgendwie, keine Ahnung, Reis, der andere Nudeln. Es ist einfach normal. Und wir waren nicht so weit weg voneinander, dass wir uns gegenseitig hätten hassen müssen oder so. Und ich habe wirklich das Glück, dass ich eben tolle Kollegen habe und wir uns gegenseitig respektiert haben und auch jeder so gesagt hat, schauen wir uns das mal an, treffen wir uns mal in einem halben Jahr, reden nochmal über das Thema, vielleicht sind wir ja sogar ähnlicher Meinung. Und genau das geschieht jetzt gerade. Also da hat sich auch die Meinung gewandelt, ne, bei vielen. Also dass man so ein bisschen oft zugekommen ist oder dass eben nicht schwarz, irgendwie ist die Welt grau. Ja, also bei den Kollegen, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe, ist die Welt tatsächlich bunt und grau. Und es gibt die verschiedensten Schattierungen. Es gab eben nicht diese Form des Extremismus, den wir ja alle so kritisieren. Diese Spaltung war ja Extremismus eigentlich. Und im nächsten Jahr geht es dann auch weiter mit Silly? Ich hoffe doch. Also man hat mich gefragt, ob wir nächstes Jahr zusammen was machen können. Und ich habe gesagt, ja, ich bin dabei. Hast du dann jetzt auch, du hast gerade gesagt, du schreibst jetzt für dich. Ja. Willst du dann auch mal für Silly was schreiben? Oder wird das passieren? Das kann ich dass nicht. Dass du es den Jungs hinlegst und sagst, wollen wir das machen? Ich würde mich nicht aufdrängen. Also die sind ja naja, so aufdrängen muss ich ja nicht, aber du kannst ja fragen. Nein, fragen also ist ja nicht aufdrängen. Bisher ist es ja so gewesen, dass die immer von außen Text, die ich da dazu geholt habe, mit Ausnahme bei Anna Loos und bei Tamara später. Und ich würde sagen, also wenn die irgendwann mal einen Text von mir brauchen, ich schreibe ja selber auch für Dritte, dann ist es fein, solange sie das so machen, wie sie es jetzt machen, dass sie Text, die ich da dazu holen. Ich bin jetzt erstmal nur als Sängerin dabei. Auch okay. Also ich habe mein eigenes Leben, meine eigene Karriere. Ich hatte nie ein Problem damit, auch nur in Form des Singens dabei zu sein. Wir werden sehen. Nur singen. In Anführungsstrichen nur singen. Naja, aber das kannst du ganz gut. Das hoffe ich doch. Das funktioniert. Dann wünsche ich dir noch wieder viel Spaß beim Singen, beim nur Singen weiterhin. Dankeschön. Und bei allem, was du sonst so machst. Ist Dankeschön. Ja fast schon, ist ja fast schon Politikerleben. Naja, so sehe ich das nicht. Ich bin einfach gesellschaftlich aktiv und
Ich glaube, wir Künstler sind ja nicht nur einfach Musiker, die die Menschen unterhalten sollen. Wir sollen sie auch geistig anregen. Kann es aber vielleicht noch sein, zum Schluss die Frage noch, dass die Künstler einfach auch, in Corona hat man sie einfach schlecht vertreten sind? Also gewerkschaftlich zum Beispiel? Ja, es gibt ja gar keine Gewerkschaft. Ja, es gab keine, eben, sagen wir es das mal meine so, ich ja. Die die Künstler vertreten hat, da kann ich, wie gesagt, jeden also, Künstler noch mal... Also das ist keine ordentliche Organisation. Ja. Man hat es bei den Flugkapitänen, bei den Bahnleuten... Die hatten oder, natürlich alle Verbände. Die aber haben alle eine ordentliche Lobby. Also die Künstler fehlt eine ordentliche Lobby. Ja, die Freischaffenden sind nun mal alles meistens Einzelkämpfer. Und ich kann dann nur die Good Governance Gewerkschaft wirklich empfehlen, auch für die Freischaffenden, Solo-Selbstständigen, für alle. Weil die kümmern sich jetzt mal richtig. Ne? Und die kümmern sich wirklich um die Leute. Und ich denke, wir haben auch daraus gelernt, dass wir unsere eigene Lobby brauchen und es entwickelt sich jetzt auch immer mehr. Wir tun uns zusammen, wie zum Beispiel bei dieser Verfassungsbeschwerde, wo dann, das heißt so, jetzt werden wir mal aktiv, ja. Du wärst doch eine gute Chefin. Keine Ahnung. Ich bin jedenfalls, ja, ich bin ein Mensch, der Freiheit als allerhöchstes Gut sieht, weil ohne Freiheit kannst du nicht mehr gesund bleiben. Also wenn du unfrei bist, wirst du automatisch auf die Dauer auch krank. Freiheit ist einfach die Grundlage für eine Demokratie. Und deswegen sage ich auch, was ich denke. Danke, dass du hier warst. Dann bleib gesund. Dankeschön, ebenfalls. Bleib frei. Und danke, dass Sie dabei waren. Vielleicht schauen Sie dann ja mal irgendwie... In Plattenladen gibt es ja heute gar nicht mehr oder so. Ja, in einen Streamingdienst aber bitte ordentlich bezahlen, damit dann oder die Künstler. CDs. Oder CDs, damit die Künstler auch alle bezahlt werden. Und gucken Sie bei uns wieder rein. Tschüss, machen Sie es gut. Danke.